Nee, Priorität hat jetzt erstmal die ganze Katzenschule und so. Erstmal die Schatz suchen. Anschlagbrett können wir später machen. Wenn wir wieder Arbeit suchen. Mit Hexeraufträgen und alles. Komm schon. Aber ich will jetzt Schätze machen. Geil. Ist mal richtig fett gegen den Zaun hier ran. Sehr gut, Plötze. Willst du mich jetzt rollen? Das Pferd macht das doch mit Absicht. Wenn wir schön die Wege lang reiten, dann können wir vielleicht ja auch neue Wegpunkte und so erkunden. Kommen wir da jetzt rüber? Okay, das ist hier eine ganz andere Strecke. Ich muss genau in die andere Richtung eigentlich. Weiter so, Plätze! Vielleicht können wir ja dann neue Wegpunkte, dass wir dann inzwischen den Orten hier viel schneller hin und her reisen können. Aber wir müssen es halt eh mal abreiten. In dem Sinne. Lauf, Plätze! Oh Mann. Wir müssen es halt erstmal eh mal alles abreiten hier. Oh, das sieht doch aus wie ein Wegpunkt hier. Ja, siehst du. Hier haben wir einen Wegpunkt. Hier haben wir auch einen Händler. Nehmen wir den mal mit. Hallo. Nette Gegend. Das Geschäft läuft wohl gut. Es reisen viele Leute nach Norden. Auch Flüchtlinge. Sie haben fast gar nichts. Also helfe ich ihnen aus. Und handelst du auch mit Soldaten? Etwas Handel, etwas Bestechung und Erpressung dann und wann. Aber insgesamt bin ich zufrieden. Ich sehe mich mal um, wenn es dir recht ist. Okay. Der hat nichts. Leb wohl. Wir sehen uns wieder. Haben wir den nicht gerettet? Hm. Oh, lauf. Guck mal, da vorne ist noch ein Wegpunkt. Schön. Anwesen der Wegepunkt. Grüße von meiner Mama. Weiter so, Plätze. Komm ich da mal hin? Nö, natürlich nicht. Ist das jetzt hier mitten auf dem Anwesen oder? Ah ne, das ist dahinter. Ich wollte schon sagen. Okay, also müssen wir einmal außen rum reiten. Lauf, Plätze! Okay, also hier kommen wir wohl später hin. Mal gucken, was das hier noch wird. Aber es sieht ja schon mal cool aus. So, hier haben wir wieder Wege. Kriegen wir vielleicht noch einen Wegpunkt. Das wäre ja nett. Schauen. Bin gespannt. Was uns da jetzt erwartet. Wahrscheinlich kriegen wir es nicht einfach so. Den Kram. Okay, auf jeden Fall haben wir eine neue Markierung. Ah, oh, und hier ist ein Eingang. Okay. Cool. Was ist das da für ein Vieh? Okay, es sind mehrere Viecher. Krieg ich die einzeln hergelockt?
Okay. Level 34 ist noch gut abstellen. Glaube ich. Wir machen ja noch gar keinen Damage. Okay, wir machen gar keinen Damage hier. Okay, das ist noch ein bisschen zu dolle hier. Das Vieh. Das kriege ich leider noch nicht hin. Dies muss ein bisschen warten. Gehen wir erstmal hier runter. Das ist das Katzensilberschwert. Ich kann hier doch was nehmen. Sagen würde, aber gut. Okay. Okay, hier kommen wir wohl noch nicht weiter. Na gut. Das scheint hier noch was anderes zu sein. Für später oder so. Okay. Aber immerhin haben wir die Katzenschule gefunden. Und wir haben jetzt hier einen Wegpunkt. Also wir kommen schneller jetzt hier. So, cool. Katzenschule haben wir. Das ist doch schon geil. So, das ist hier auch alles in Wählen. Ich ja, weiß ich nicht. Machen wir einfach von oben nach unten, würde ich sagen. Ne? Alles, was hier in Wählen ist. Von oben nach unten hier die Kacke. Und dann geht's los. Mal gucken, wo wir da hin müssen. Achso, kann ich ja gleich mit dem Dings hier. Ach, das ist Achso, guck mal, das ist da, das ist da. Und das ist hier. Ja, das sind doch Gebiete, die wir eigentlich alles schon kennen. Naja, dann machen wir das als erstes. Ja, nice. Sieht gar nicht so schwer aus. Mal gucken. Speichern wir mal. Krieg wieder unter deinen Gestein. Kannst mir auch mal eine Puberte schmatzen. Was haben sie der Frau angetan? Das gleiche wie immer. Ach, guck mal, hier ist ein Waffenschmied. Ah, ein Kunde. Ja, hallo. Zeig mir doch mal dein Angebot. Ui, der hat 1,7. Nice. Die sind besser. 155 Vitalität. Das ist gut. Also wir kommen jetzt in Region. Wo unsere Greifenschule nicht mehr gut genug ist. Wiedersehen. Leider. Nur
Die Hexenjäger kriegen dich. Okay. Wenn ich diese Kackkerze ausmache. Dahinter. Ist aber wirklich gar nichts, was uns groß im Bestarium weiterhilft hier. Doch nicht so einfach. Ah ja, die verbesserte Katzenhole. Nice. Okay. Ich schätze mal hier wird es wieder eine Quest sein. Ja, da kommen wir nirgendwo lang. Okay. Na gut. Ich hab, was ich wollte. Aber bis jetzt war das ja einfach. Das ging. Dann nehmen wir das. Sind wir uns nicht schon begegnet? Den Lokschein sind uns gesetzlich auch besucht und Schutzgeld eingesammelt. Ja. Die besuchen jeden und jeder zahlt. Nur Walter. Ich muss doch bitten. Nö. Ich muss doch bitten. Warum? Was willst du denn bitten? Ja, das war ja diese komische Mine hier, ne? Hat er jetzt gespuckt, weil wir die bestohlen haben und letztes Mal alle abgeschlachtet? Oder einfach so? Plätze. Komm. Büt, büt, büt. Lauf. Warte. Ich glaube, du kannst schon hier bleiben. Hä? Das sieht so aus, als ob wir hier schon waren, oder? Das kommt mir bekannt vor. Habe ich hier etwa den Quatsch vergessen? Nee. Schon sagen. Keinen Schritt weiter! Sonst gibt es noch eine Leiche. Was? Hör mal, ich... Hinter dir. Wenn du glaubst, dass ich darauf... Oh, du Wichser! Waffen! Zu den Waffen! Monster kommen! Wie ein Mann! Oh, danke.
Ohne dich wäre es aus mit uns gewesen. Aha. Todsicher. Was war jetzt? So, da hier kann man mal looten. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Meine Pilze. Na, eine einsame Kiste mitten in der Ruine. Gar nicht auffällig. Taucht auf wie eine Furzblase im Wasser. Ist der gerade von mir geredet? Ist hier auch ein Eingang? Okay. Oh, anscheinend war es das hier. Ah, sehr schön. Hier wäre auch der Eingang gewesen. Nett. Okay. Haben wir das auch? Und jetzt da unten. Wie reiten wir denn am besten? Gibt es auch noch drei Fragezeichen. Ich weiß jetzt nicht so genau. Ach, reiten wir von hier aus, und dann einfach hier rüber. Ich weiß jetzt nicht so genau, wie schwer die da sind, aber... Ach. Mensch. Setzen bitte, danke. So. Werden wir ja gleich sehen. Ja. Plötzlich. Komm. Lauf, lauf! Ey, ich hasse dieses Pferd. Dieser Gestank. Ganz ehrlich, das Pferd macht das doch mit Absicht, oder? Was da wohl passiert ist. Och, jetzt erst. Beweg dich! Achso. Ja. Kann ich jederzeit wieder machen, ja. Cool. Einfach eine Quest gefunden. Mal nebenbei. Komm schon, Plätze. Gibt's hier noch einen Wegpunkt? Also, ihr die Hälfte. Okay. Oh, Leute. Wie läuft's denn beim Klauen? Siehst du hier Monster, hä? Verpiss dich, Hexer. Wir brauchen dich hier nicht. Ich sehe hier diverse Monster. Wo? Dremmi, verdammt! Du bist blöder als ein Fass Schmalz! Er meint uns! Wir sind normale Leute! Du bist der beschissene Mutant hier! Auf ihn, Jungs! Oh, komm schon. Run Contest! Okay. Ach ja. Jetzt ist alles unsers. Sehr gut. Kurzen Prozess gemacht hier. Ich höre Wölfe. Hm.
Mein Gott, ja, ich will den da nicht benutzen. Achso. Ist schon weg. Eisbärenfell. Ist bestimmt was wert. Heute aber viel rum hier. So, das war jetzt hier, glaube ich. Leider kein Wegpunkt. Aber gut. Ein bisschen Utter. Süße. Wenn man davon spricht. So, bleibt mal besser hier. Hallo? Alter, ist ja dunkel hier. Nice, da ist es. Ich brauche einen Schlüssel. Toll. Der lag hier irgendwo. Anscheinend nicht. Hm, na gut. Aber das war ja einfacher als gedacht. So, gut. Erste Schatzsuchen hinter uns. Ja, dann von oben nach unten greifen Schule, ne? Gucken, wo wir jetzt hin müssen. Ach komm schon. Ah, da ist noch ein Monsternest, guck an. Okay. Dahin und da oben. Na gut. Dann reisen wir, glaube ich, erstmal wieder zurück. Das war jetzt nicht ganz so weit. Also die beiden sollten eigentlich relativ leicht gehen. Sollte eigentlich hinhauen. So. Das ist ja schon mal gut, dass wir hier die ganzen Schnellreisepunkte haben. Reiten wir hier einfach einmal rum, würde ich sagen. Gucken wir mal. Dann schauen wir uns mal das Monsternest da drüben an. Da hatte ich wohl keine Bombe bei, letztes Mal. Aber jetzt müssten wir ja genug haben. Hab ja alles hergestellt. Komm, Motte. Lauf. Hier. Hallo. Der Tag hat ja aber keine 24 Stunden. Ja, habe ich doch das letzte Mal geguckt. Hier soll es jetzt echt noch eine Kiste geben, die ich nicht gefunden habe. Na gut.
Akzeptiert. So, komm, das Monsternest machen wir auch noch. Wenn ich schon mal hier bin. Gucken, was es da gibt. Kleiner Monster. Die verbrennen wir. Hallo. Zack. Hammer. Viecher. Ein Ghoulnest. Ich muss es zerstören. Ja, mach mal. Zack. Da gelassen. Asche. Oh. Rubin und Asche. Cool. Okay. Nehmen wir, so wie das. Okay, also wir müssen noch nach oben. Auf dem Weg sind auch noch unbekannte Orte. Ah, die kommen auch hier. Ach, ernsthaft jetzt? So ein Kackzaun. Heute ist echt nicht mein Tag, glaube ich. Hallo Hund. Komm mit. Glaub, der folgt mir jetzt. Hehe. Womit habe ich nur verdient, dass du mir. So, genau. Dürfte jetzt nicht allzu weit sein. Kommst du mit, Hund? Kannst mir helfen. So, dann rein theoretisch müssten ja jetzt die paar Tage dann noch um sein. Mal gucken, was wir dann für ein schönes Schwert kriegen. Und ob wir schon verbesserte Sachen machen können. Dreckschwein! Hallo! Zielt auf seine Augen! Haltet die Schnauze und kämpft! Komm schon wieder nicht durch hier. Wenn ihr gegen mich kämpfen wollt, dann dürft ihr da keine Kisten hinstellen. Ich komme da einfach nicht durch. Fast am Ende, was? Zack! Das probiere ich das nächste Mal bei dem, bei so einem Schildtypen aus. Vielleicht wehrt er sich dann nicht. So, das haben wir hier. Nö, die Fragezeichen geben wir mal einen anderen Mal ab. So ein bisschen. Ich will jetzt die Schatzsuchen machen. Fragezeichen machen wir einen anderen Mal. Dann nehme ich mir dann eine ganze Session Zeit und dann machen wir. Ich will jetzt neue Ausrüstung. Wir sind jetzt so krass. Ich glaube, ich brauche die aber. Gehen. Okay. Zack. Das ist nicht dein Tag. Komm, stirb schon. Alter. Hör mal auf, mein Pferd anzugreifen. Was ist denn los mit euch? Stimmt denn nicht mit euch? Noch ein Necker. Blaues Motorgehen, schön.
Dann müssen wir auch mal gucken, ob wir eine neue Fähigkeit reinmachen können langsam. Ach, da schon. Fliegt schon wieder irgendwas. Ah, ich hoffe, das ist nicht Level 34. Was hier? Schnell war Pferde rum. Was ist mit denen los? Neben euch ist da so ein Vieh. Macht das platt. Die doof. Hallo. Willst du kämpfen? Oder so? Ups. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Okay. Jetzt wissen wir schon mal, jetzt hier liegt. Nein, hau ab, Plötze. Ist nichts für dich. Du kriegst nur Angst. Okay. Da unten ist auch irgendwas. Auf jeden Fall zweimal getroffen, glaube ich. Da war ich wieder nicht gut genug, um auszuweichen. So, da sind die Greifenstiefel verbessert. Nice. Nein, ach man, ich will nicht immer pfeifen. Auch zu pfeifen. Da unten ist auch eine Kiste im Wasser. Kriegsbeute. Aha, okay. Ah, das sind die Fragezeichen hier, wa? Ja, das ist ein Fragezeichen. So, aber hier hin, wenn hier Typen sind. Was? Hast du mich gerade auf Spanisch beleidigt? Schon von der Freiheit-Brigade gehört? Nö. Deinesgleichen hat dort gedient. Anderlinge. Okay, kann ich einfach mitnehmen, anscheinend. Da vorne ist anscheinend wieder ein Wasservibe oder sowas. Ich dachte aber, hier unten könnte es dann sowas wie einen Wegpunkt geben oder so. Wenn ich schon hier ist. Wenn hier wenn hier so ein paar Leute rumstehen. Dachte ich, ist hier wenigstens sowas wie ein Wegpunkt oder so. Scheint nicht. Esse Jondrein et Meker. Eigentlich würde ich jetzt nicht meditieren wollen, weil ich gedacht habe, hier ist irgendwie ein Wegpunkt oder so. Dann würde ich ja sowieso reisen, aber anscheinend ist ja nichts. Sehr doof. Hätten sie auch einen Wegpunkt hier hinstellen können irgendwo. Na, wahrscheinlich hier oben. Keine Ahnung. Quests. Gucken wir mal, wo das verbesserte Silberschwert und die Handschuhe sind. Ach Gott, die sind da unten. Ja, ja, schön. Ach, die sind da. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Die hier unten waren noch ein bisschen krass, glaube ich. Da waren teilweise Level 30er dabei. Aber die Quest soll doch eigentlich
18 sein. Das kann aber nicht stimmen. Wo sollen die sein? Okay, auch eins da unten. Oh toll, mitten auf der Insel hier. Okay. Komm ich da mit dem Boot hin irgendwie? Okay, also könnten wir von hier aus dahin und dann hier runter. Und das andere Ding ist da oben in der Ecke irgendwo. Okay. So, und das war hier, ne? Naja, gut. Ja, dann ist das so. Okay, dann haben wir ja jetzt noch was vor. Ja, eine schöne Route. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. Nein. Aber ich klatsche jetzt nicht. Bin ich ja jetzt eh gespannt, ob wir das hinkriegen da unten. Erstmal gucken, was auf dieser Insel da ist. Obwohl. Hat das jetzt kürzer mit dem Boot? Oder muss ich immer außen rum segeln, ne? Ah, ne, dann ist, glaube ich, das Boot da näher. Ja, sollten wir aber hinkriegen. Wenn er euch verändert. Alter! Die waren letzte Mal noch rot hier, die Kuhle. Okay, wir haben noch neue Quest dazu gekriegt. Wie gesagt, das hier war letztes Mal noch rot, also anscheinend sind wir jetzt stark genug, dass wir hier zurechtkommen. So halb. Ist da jemand? Ihr könnt rauskommen. Es ist wieder sicher. Okay. Cool. Ah, ein Hexer. Was ist passiert? Die Nilfgaarder haben hier geplündert. Nach Wertsachen gesucht. Als ob wir was hätten. Wer hat sie getötet? Ihr ja sicher nicht. Ich weiß nicht. Müssen die Bestien gewesen sein, die du abgeschlachtet hast. Die Sache stinkt. Und damit meine ich nicht die Leichen. So war es, aber warum sich länger den Kopf zerbrechen? Du verheimlichst mir etwas. Ich werde herausfinden, was. Hier gibt's nichts. Nicht mal die Schwarzen haben was gefunden. Aus dem Weg. Hallo. Kiefer sind so stark, dass sie die Rüstung zerdrückt haben.
Der Hund wurde von Ghulen in Stücke gerissen. Die Soldaten sind aber anders gestorben. Mit großer Kraft auf den Boden geschleudert. Innere Blutungen. Der Geruch von Blut ist noch stark. Ich sollte ihm folgen. Okay. Und welches Level ist die Quest? Okay, 22. Na ja, gut. Das sollten wir hinkriegen. Ein Hexerauftrag. Hier gibt es nichts. Die Spuren führen zu diesem Haus. Was ist hier passiert? Wie meinst du das? Ihr alle seid in Gefahr. Und nur ich kann euch helfen. Ich bin der Einzige, der diese Bedrohung beseitigen kann. Was weiß ich? Hör mal zu. Wenn du mir nicht alles sagst, was du weißt, könnt ihr alle sterben, klar? Kannst du mit dieser Bürde leben? Unter dem Dorf gibt es Tunnel. Tunnel? Elfenruinen. Wir haben dort nach Schätzen gesucht und die dann an Händler aus Novigrad verkauft. Niemand hätte mit etwas Bösem gerechnet. Im Schutt haben wir eine Kammer gefunden mit einer schlafenden Bestie. Wir haben die Stützbalken zerstört, die Decke ist eingestürzt. Aber das Monster wurde nicht begraben. Wie sah das Monster aus? Es war so dunkel da unten. Ich konnte nichts sehen. Toll. Und wie hat es die Nilfgaarder umgebracht? Ich bin weggerannt. Ich hab's nicht gesehen. Gib mir den Schlüssel für die Tür. Du willst reingehen? Nein, ich will mir daraus eine Halskette basteln. Und jetzt her mit dem Schlüssel. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ihr habt euch zum Bau des Monsters gegraben und dann den Eingang verschüttet. Aber die Nilfgaarder haben ihn geöffnet und nach Schätzen gesucht. Das Monster hat die Schwarzen getötet und ist in seinen Bau zurück. Ihr wolltet die Leichen begraben, aber der Gestank hat die Ghule ins Dorf gelockt. Stimmt das so? Ja, das war so, wie du sagst. Ich gehe runter. Wenn ich lange wegbleibe, lauft weg. Die Tür zu verrammeln, zuzunageln, nützt nichts. Es muss andere Wege aus den Tunneln geben. Okay. Lauft weg. Felsstücke. Ein Ekima hat hier geschlafen, bis er von den Dörflern geweckt wurde. Hm, die Bretter lassen sich anheben. Na, dann gucken wir doch mal. Rüstung zerfetzt, Arterien aufgerissen. Okay. Hallo. Krasser Scheiße.
einem offenen Fight, Junge. Uiuiui. Das war knapp. Gleich mal richtig gucken hier. Ob wir da noch alle haben. Das sieht gut aus. Ja. Okay. Tippitoppi. Ich guck vorsichtshalber nochmal hier lang. So. Das wäre der andere Weg nach draußen gewesen anscheinend. Wenn sie die jetzt hier verrammelt hätten. Und es ist auch wieder hell. Nice. Hallo. Gute Götter, er lebt! Ich habe einen schlafenden Ekima unter der Erde gefunden. Er war alt, muss viele Jahrhunderte geschlafen haben. Einen Ekima? Ein Vampir. Er wird euch nicht mehr belästigen. Hast du ihm den Kopf abgeschnitten und einen Pflock durchs Herz gestoßen? Ich habe getan, was notwendig war. Geht nicht mehr in die Tunnel runter. Ekimen sind keine Einzelgänger. Wir haben dich nicht beauftragt. Trotzdem hast du dir... Genau. Meine Bezahlung. Leb wohl. Cool. Furchtloser Vampirjäger. Ja, nice. 200 Kronen verdient. Schön. Mal so nebenbei. So. Ich will... Achso. Ich will jetzt aber immer noch da unten rein. Ist das jetzt so ein Aufgang oder so ein Untergang? Oh. Au. Wasservibe und ein Nebling, ey. Der läuft bei denen. Dass die nebeneinander stehen. Okay. Ungewöhnlich. Aber soll's geben. Was wird der jetzt so? Eine Bootsfahrt, die ist lustig. Eine Bootsfahrt, die ist schön. Ach ja. Auf Skellige können wir noch ganz viel Boot fahren, glaube ich. Das ist Sonnenaufgang, ne? Es wird jetzt hell. So, das soll die Insel sein hier, glaube ich.
Ist hier jemand? Es gibt ja anscheinend viele Sachen zu finden. Okay, krass. Das ist voll die versunkene Stadt hier. Ach komm schon, ich hab doch schon X da gesehen. Drüben war, glaube ich, irgendwo noch eine Truhe, ne? Da. Sogar noch zwei. Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt hier alles gekriegt habe. Ich sehe jetzt hier auch erstmal nichts weiter. Blinken. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Ach, guck mal, da ist noch eine Kiste. Nice.
Das hat sich doch mal gelohnt hier. So. Das kann ich jetzt nicht hören. Achso. Weil ich gerade am Steuer sitze. Boah. Okay, Kälteschaden. Chance auf Einfrieren. Krass. Was ist das? Das ist ein Silberschwert, das ist eine Stahlwaffe. Die sind besser. Die Assassinenhose ist auch besser. Haben wir nicht so eine Handschuhe gekriegt? Oder war das nur ein Schema? Schade eigentlich. Was haben wir hier? Bonuserfahrung. Na gut. Ist jetzt nicht so doll. Schade. Aber krasse Sachen schon auf jeden Fall. Also ist schon um einiges besser. So, wir müssen jetzt da nach unten. Zum Glück ist der Wind mit uns. Mit Wind zu segeln ist deutlich angenehmer. Das ist eine gute Idee. Ich glaube, ich speichere mal. Dann komme ich halt zu euch. Das hier unten kriegen wir jetzt auf jeden Fall alles hin. Das ist gar kein Problem mehr. Ist ja alles verschlossen oder was? Ich sollte mich ein wenig umsehen. Okay. Greif mal an. Mittags erscheint. Thank you.
ein Schlag hat gefehlt noch. Läuft bei denen. So, wir haben die Greifenhandschuhe gefunden, glaube ich. Die waren ja hier. Nice, jetzt haben wir die auch. Und wir haben jetzt hier auch den Wegpunkt. So, der Rest war... Hat er das jetzt weggemacht? Die waren hier drüben, ne? Genau. Auf der Seite. Da können wir von der alten Eiche können wir rein theoretisch da runter. Der Wegpunkt war jetzt da vorne, glaube ich. Ich renne schon wieder in die falsche Richtung, oder? Mensch, ey. Jedes Mal. Jedes Mal. Sieht alles gleich aus. Obwohl hier unten eigentlich. Hier ist auch keine Kiste mehr. Ah ja. Blubber mal vor dich hin. Nein, Plätze, ich brauch dich jetzt nicht. Du bist mir zu stur. Gerade. Stur! Stures Maulesel. Da unten ist auch noch ein Anschlagbrett. Ach. Hier. Da müssen wir auch mal hinkommen. Wahrscheinlich gibt's da auch noch was. Ach, komm schon. Aua, aua, aua. Man hier immer gleich angegriffen. Haben wir die Greifenschule, glaube ich, gleich komplett. Dann können wir noch die Wolfsschule da oben machen. Das freute mich hier sehr. Hier ist was Schweres langgezerrt worden. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Warte. Da. Okay. Naja, Level 7. Ein Ghoul-Nest. Level 7 geht ja. Keine Uniform, keine Stiefel, eindeutig kein nilfgaardischer Soldat. Jemand aus dem nahen Dorf? Keine Uniform, keine Stiefel, eindeutig kein nilfgaardischer Soldat. Jemand aus dem nahen Dorf? Keine Uniform, keine Stiefel, eindeutig kein nilfgaardischer Soldat. Jemand aus dem nahen Dorf? Keine Uniform, keine Stiefel, eindeutig kein nilfgaardischer Soldat. Jemand aus dem nahen Dorf? Okay. Ein Löwen. Hier ist was Schweres langgezerrt worden. Leichen. Die Totenstarre sieht nach einer Vergiftung aus. Moment, die Leber fehlt. Rausgefressen. Nekrophagen. Oh.
bist du hässlich. Mal was ausprobiert gerade, aber hat wohl nicht geklappt. Ich kehre zum Lager der Nilfgaarder zurück.